Was geht ab, meine lieben Freunde? Und zwar, Freunde, wir haben heute wieder was, ich würde sagen, was Leckeres vor. Und zwar, wir haben so oft Videos auf unserem Kanal, wo wir was zu essen haben. Und heute haben wir wieder was ganz Spezielles vor. Was heißt Spezielles? Das frisst man eigentlich fast jeden Tag. Auf jeden Fall, wir wollen heute den leckersten Döner der Welt selber... Kann man das kochen oder nennt man das kochen oder backen? Oder nennt das einfach beides, ja. Auf jeden Fall, wir wollen heute den leckersten Döner der Welt machen, backen, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel, wir fahren jetzt direkt los, kaufen die ganzen Sachen ein. Und Freunde, im letzten Video haben wir gesagt, Hashtag Glocke aktiv, ihr habt wieder richtig krass kommentiert und das geben wir euch natürlich wieder zurück. Und deswegen werden wir jetzt ein paar von euch einblenden wieder. Viel Spaß dabei und let's go. Freunde, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, Hashtag Glocke aktiv und dann werden wir euch safe wieder grüßen. Wir lesen uns wirklich alle Kommentare durch, wirklich jeden einzelnen, deswegen ballert jetzt in die Kommentare rein, Hashtag Glocke aktiv und aktiviert auch wirklich die Glocke und ja. So, Freunde, wir gehen auf jeden Fall jetzt in den Dönerladen rein, kaufen uns frisches Brot, frisches Fleisch und wir gehen einfach rein, ne? Und kaufen uns Fleisch. So, Freunde, Dönerfleisch ist einkauft, Ladenbrot ist auch einkauft. Ich würde sagen, jetzt geht's in den Supermarkt und dann werden die ganzen anderen Sachen, Salat, weißt du, voll aus dem Döner, Salat, Krautsalat, Dressing, halt alle leckeren Sachen, die wir jetzt auf Bock haben, auf den Döner zu machen, werden jetzt einkauft. Und ich würde sagen, let's go, Freunde. So, Freunde, wir sind jetzt im Supermarkt angekommen und jetzt gehen wir mal rein, ne? So, Freunde, wir sind jetzt wieder da vom Einkaufen. Eisbergsalat, Rotkraut, Sonnenmais, halt Mais, ganz normaler Mais, Fladenbrot, Knoblauchdressing, Cocktailsoße und natürlich, was auch nicht fehlen darf, schönes leckeres Hähnchenfleisch. Freunde, Daumen hoch, wenn ihr auch lieber Hähnchenfleisch feiert, anstatt dieses eklige Kalb. Hähnchen ist viel geiler, oder Riad? Kalb war auf jeden Fall geiler, Kalb, ja. Leute, schreibt einfach mal in die Kommentare, Hashtag Kalb oder Hashtag Hähnchen, was ihr mehr feiert. Safe, würde mich echt krass interessieren. Also ich persönlich finde Hähnchen geiler, er findet Kalb geiler, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, als erstes schneiden wir jetzt das Brot auf. So, erster Schritt ist getan. Jetzt kommt als nächstes der Dressing da rein. Jetzt kommt als nächstes die Gürkchen und die Tomaten. Die müssen wir jetzt auch erstmal schneiden. Trick beim Döner aufmachen ist, dass man den Döner so in der Hand hält. Das ist der geheime Trick. Ich habe mich gerade gewundert, wie soll ich das drauf machen? Der geheime Trick ist einfach, das so in der Hand zu halten. Ich dachte immer, das wäre so leicht. Das ist gar nicht so leicht, einen Döner zu belegen, weil das so immer zuklappt. Ey, ich bin so gespannt, wie das schmeckt, ne? Das wird brutal schmecken. Meinst du, wird krass anders schmecken? Ich weiß es nicht. Das wird sogar besser schmecken, weil irgendwie selbst gemacht, finde ich. Ist eigentlich immer geiler, ne? Immer geiler, ja. Krautsalat bleibt Krautsalat. Und Rotsalat bleibt Rotsalat. Oder wie ging der Spruch? Keine Ahnung, Mann. Wie Krautsalat? Kennst du diesen lustigen Spruch? Wie? Krautsalat bleibt. Ich fick Krautsalat. So, jetzt kommt ein bisschen Fleisch rein. Boah, nice, Mann. Mais. Das sieht schon echt brutal aus, ohne Witz. Das sieht richtig brutal aus. Ich würde das lieber essen als woanders. Echt? Vor allem Mais ist immer so Killer, ne? Ja. So, jetzt kommt Bauernsalat. Bisschen Bauernsalat. Jetzt Salat da drauf. Und jetzt kommt als nächstes wieder Fleisch. Junge, mir läuft schon das Wasser im Mund. Ich hab unnormal Hunger, ey. Ich hab unnormal Hunger. Oben drauf, jetzt müssen wir noch oben drauf ein bisschen Soße machen. Oh, shit. Shit, man. Shit, Digga.
Warum hast du nicht eigentlich ein... Oh nein. Egal, Lo, mehr Soße. Gib ihm. So, Freunde, der Döner ist jetzt fertig. Ich werde ihn jetzt in der Mitte durchschneiden. Dann Riad ein Stück, ich habe ein Stück. Und dann werden wir den zusammen probieren und euch sagen, wie der schmeckt. Ich bin echt ziemlich gespannt, ob der vergleichbar ist zum normalen Döner. So, Freunde, ich sitze jetzt hier. Ich bin jetzt richtig gespannt, wie der Döner hier schmeckt. Digga, ich bin so gespannt, Digga. Erzähl doch mal jetzt. Komm mal, er ist weiter. Komm, wenn er schon weiter ist, dann heißt es eigentlich nur, dass es krass schmeckt. Digga, ich bin echt gespannt. Ich bin ehrlich. Das ist ein bisschen zu viel, zu wenig Obst und Gemüse drin gewesen. Döner sonst perfekt, aber ich finde einfach, da ist ein bisschen zu wenig Obst und Gemüse drin gewesen. Deswegen. Und jetzt switchen wir mal rüber zu Right. So, Freunde, jetzt bin ich dran. Ihr wisst, ich esse eigentlich immer mit Isot, aber leider kein Isot da. Freunde, ich bin gespannt. Oh, man muss zwei, dreimal essen, damit man weiß. Boah, wenn der jetzt, ich sag mal so, wenn der jetzt, also ist jetzt ein bisschen kalt geworden, weil wir voll lange gebraucht haben, wenn das nicht kalt wäre und mehr Mais drin wäre, wär perfekt, wär echt perfekt. Aber ansonsten, ey, Digga, aber mach dir doch einen eigenen Dönerladen auf, Digga, ohne Witz. Das war echt krass, Digga, ich fand das echt mehr Mais und wenn das wärmer wäre, wäre heftig. Wärmer und Mais. Ja. So, Freunde, wie wir es immer tun, grüßen wir zum Schluss immer euch, also unsere Zuschauer. Und ich grüße als erstes, grüße ich Gina0711. Liebe Grüße gehen raus an dich, Gina. Und meine weiteren Grüße gehen raus an VUP-Hall. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Lea. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Itz-Esra. Schöne liebe Grüße gehen raus an dich. Und meine letzten Grüße gehen raus an Haro. Und ja, jetzt ist Johnny dran. Ich grüße als erstes Melissa. Liebe Grüße gehen raus an dich und ja, liebe Grüße. Meine nächsten Grüße gehen raus an Nam. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Nuhat. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Kimberly. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Imad. Und meine nächsten Grüße. Ich grüße einfach jetzt ein paar mehr, weil es warten echt schon viele Leute auf Grüße, deswegen grüße ich diesem Video ein paar mehr. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Nurezin. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Vanessa. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Libanon. Und meine nächsten Grüße gehen raus an Gryon. Skryonus. Und meine letzten Grüße gehen raus an Oscar. Leute, es klang gerade, diese Grüße klang gerade vielleicht ein bisschen komisch, weil ich die ganze Zeit so gesagt habe, ich grüße, ich grüße, ich grüße. Aber Leute, ich grüße euch wirklich alle vom Herzen. Liebe Grüße gehen raus an euch alle. Vergesst nicht zu schreiben, Hashtag Kalb oder Hashtag Hähnchen, was euch persönlich besser schmeckt, würde uns beide echt mal gerne interessieren. Ansonsten, Freunde, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, vergesst uns nicht auf Snapchat und Instagram zu folgen und uns da eine Privatnachricht zu schreiben. Dann werdet ihr auch gegrüßt. Die Chance ist sehr, sehr hoch. Hashtag Glocke aktiv auch nicht vergessen, dann werdet ihr auch wieder gegrüßt. Und ich würde jetzt meinen Döner, meinen super leckeren Döner, du siehst hier durch gerade fresh aus, Bruder, fertig essen. Danke, Bruder. Und ich würde sagen, und schießt die ab und schießt die tot und gonna stay teenage dreamers on this way. I told my mother I grow up, what can I say, I'm still breathing, falling in love every evening.